Ich heiße Sie herzlich willkommen. Diese Partie verspricht den neutralen Fußballfans und Anhängern der beiden Teams einen hohen Unterhaltungswert. Die Besucher auf den Rängen bringen hier das Stadion zum Leuchten und zum Wackeln. Eine Atmosphäre, die selbst den erfahrensten Zaungast nicht kalt lässt. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Vinicius Junior! Ja, der Treffer zählt! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Er hat's einfach drauf. Wenn sich nur die kleinste Chance auftut, dann ist er verlässlich zur Stelle. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Was für ein Auftakt. Ein schwacher Pass. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Jetzt ist was möglich. Bernardo Silva. Er versucht, ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Es geht über die rechte Seite. Spiel geht weiter mit Einwurf. Vinicius Junior wird bereits in der Torschützenliste geführt. Spielverlagerung auf die linke Seite. Messi. Klasse Aktion vom Keeper. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Versucht ihn da zu klären. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Neymar. Könnte gefährlich werden. Nein, zu ungenau. Sie versuchen es mit schnellen, unscharfen Pässen. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Bruno Fernandes. Na, sie könnten jetzt natürlich mit wilder Entschlossenheit zur Sache gehen, aber sie können auch in die Kabine gehen, sich neu justieren und dann im zweiten Durchgang richtig angreifen. Den nimmt er dankend entgegen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Bruno Fernandes. There will be 1 minute at Messi. A time. Bernardo Silva. Gut, jetzt müssen Sie den Raum nutzen. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Mit der ersten Halbzeit kann man nicht zufrieden sein. Das Spiel nach vorne findet so gut wie nicht statt. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Trainer nun personelle Änderungen vornimmt. Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Der Start in die zweite Hälfte. Noch 45 Minuten Zeit, um das Spiel noch zu drehen. Messi. Neymar. Er versucht. Latte. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff. Nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Neymar.
Chance für Vinicius Junior. Bernardo Silva. Da wackelt das Netz. Unglaublich. Eine 2-Tore-Führung, das ist komfortabel. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Er wird es wieder versuchen, auch wenn er hier gerade noch aufgehalten worden ist. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Bruno Fernandes. Hier ist natürlich noch lange nichts verloren. Es läuft noch fast die gesamte zweite Halbzeit, aber sie müssen beweisen, dass sie es deutlich besser können als in Durchgang 1. Der ist im Aus, es geht mit Abstoß weiter. Das könnte was werden. Neymar. Neymar. Klasse durchgesteckt. Der war wichtig. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Ein schwacher Pass. Noch 15 Minuten zu gehen. Jetzt den präzisen Pass spielen. Die holen sich fast prompt jeden Ball zurück. Raus auf die linke Bahn. Er bringt den Ball rein. Ah, da wird er sich ärgern. Das war knapp. Riesenmöglichkeit. Eine Riesenchance. Der klare Rückstand, die vergebene Torchance. Sie müssen schnell zurückkommen in diese Partie. Er schraubt sich hoch. Kein Glück in der Situation. Kurz und bündig, Chance dahin. Eckball, die zweite. Auf der anderen Seite steht erst eine Ecke auf dem Konto. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Tür zu, vor die große Chance! Da müssen sie erstmal alle richtig tief durchatmen. Ganz aggressives Pressing und der Stürmer macht klasse mit. Er erobert den Ball, aber er macht ihn nicht rein. Der kommt tatsächlich und die Chance! Minutes has been indicated. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Das ist jetzt ihre dritte Ecke. Ihr Gegner hat bis jetzt erst einen Eckball bekommen. Kurze Ecke. Ordentliche Chance. Die Chance, tolle Chance und Tor! Und das in der Nachspielzeit. Ich weiß nicht. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet.